Akt Nummer 12 in dem Projekt von Null auf Galaktische Legenden. Und es geht jetzt gleich weiter. Level 43 ist fast am Start und jetzt wollen wir gleich richtig loslegen mit der Action. Denn es wird jetzt langsam interessant. Ich ehre mich bald den Mods Galaktischer Krieg. Lange, auch wenn es da noch nicht sehr erfolgreich ist. Aber dennoch, es wird weitergehen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes mit dem neuen Projekt von Null auf Galaktische Legenden. Ich sag schon wieder auf dem neuen Projekt. Mit dem Projekt. So, jetzt. So, gescheit hinsetzen. Ja, jetzt habe ich natürlich... Heute Nacht habe ich nichts getan. Ich habe heute an diesem Mittwoch frei. Ich hatte ursprünglich auch eine Wanderung für heute geplant, aber dadurch, weil ich eine Verletzung mir zugezogen habe oder eine Krankheit kurzzeitig, ich zum Arzt muss, kann ich jetzt hier im Laufe des Tages dieses Video machen und hätte ich das nachts gemacht. Somit bin ich jetzt fit, nicht schläfrig, wie es halt ab und zu mal nachts ist. Ja, und deswegen können wir jetzt, bin ich heiß drauf, das hier weiterzumachen. Level 43 steht jetzt kurz vorm Start und jetzt machen wir gleich weiter. Also. Oh, wir haben schon 12 Uhr. Die Bonusenergie ist da. Ich hab's gerade erst gesehen. Ich wollte eigentlich das starten ab dem und es hat jetzt schon gestartet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und Level 43 hole ich mir jetzt schon. Weil ich habe ja heute Nacht schon ein bisschen was getan, ein bisschen Vorarbeit geleistet. Jetzt hole ich mir gleich Level 45. Komm schon, komm hin. Jawohl. So gefällt mir das. 70 Bonusenergie und 35 Kantina-Energie. So, einen Trupp-Arena-Kampf muss ich noch machen. Dann habe ich das auch geschafft. Jetzt muss ich 12 galaktische Kriegsschlachten gewinnen. Ja, das wird jetzt aktuell nicht so einfach für mich sein. Nichtsdestotrotz schaue ich mal schnell. Oh, ein Schurken-Event ist da. Und ich kann meine Grundlagen, kann ich die Stufe 1 kämpfen. Ja, Schurken-Event kann ich nicht machen. Dafür fehlen mir noch ein dritter Schurke. Level 45 und Level 7. Aber ist da was? Dann hole ich mir schnell ein paar Splitter. Mal sehen, ob ich die richtigen Splitter bekomme. Nämlich für den Sturmtruppler der ersten Ordnung zum Beispiel. Das wäre super, wenn ich den endlich bekomme. So, also, wir haben dieses Team gegen uns. Aber das ist ja auch nicht recht schwer. Wir schicken ihn hier vor. Dann machen wir einen Säbler auf alle. Dann tun wir nochmal Vorteil verteilen. Boom. Ersten erledigen. Dann tun wir tanken. Dann den ersten raushauen. Und jetzt greifen wir uns die nächsten. Jetzt machen wir einen schönen AOE. Tun wir nochmal Vorteil verteilen. Machen nochmal einen AOE. Jetzt erledigen wir Poe. Schöne Unterstützungsangriffe, super geil. Wenn sie Vorteil haben, funktioniert das eigentlich alles. Und natürlich dadurch, weil Phasma die Anführerin ist. Eine hervorragende Anführerin. Somit macht das auch recht viel Spaß, mit ihr dann zu spielen. So, aber trotzdem, es war jetzt nicht sehr schwierig. Ja, jetzt habe ich nicht den bekommen, den ich haben will. Aber Kylo Ren ist auch gut. Somit passt das schon. So, jetzt muss ich Rang 45 abwarten. So, Trupp-Arena-Kampf. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da einen haben, den ich vielleicht... Ah, Moment. Probier mal was. Ich habe vorhin, muss dazu sagen, ich habe das auf Auto laufen lassen. Phoenix-Team wird mit meinem Team extrem schwierig sein, das zu knacken. Probier mal das mal. Es wird zwar eher schwierig werden, aber probieren wir es einfach mal. Weil jetzt fangen die Gegner an, schwieriger zu werden. Wer macht sie? So, wen betäuben wir? Pass mal. Weg. Eieiei, es langt nicht.
Jetzt verliere ich ja noch meinen Heiler. Aber wenigstens habe ich fast mal verloren. So. Nicht verloren, sondern rauskauen. Voll. Versuche ich den Bauernlümmel. Wir schicken Count Dooku nochmal vor. Jetzt mache ich ein AOE mit Absicht. Jetzt kriege ich Konter. Genau, nicht betäubt. Betäubt ist jetzt. So, jetzt will ich... Will weg. Sehr gut. So, jetzt greifen wir... Macht das seinen AOE. Jetzt kriegt er Konter. Können wir betäuben. Jawohl. Und jetzt kann ich ihn weghauen. Ey, ich will ihn weghaben. Betäuben? Nein, natürlich nicht. Kannst du ihn jetzt betäuben? Ah, mich betäubt er, aber selber wird er nicht betäubt. So, das sollte aber jetzt langen. Okay, Blitz und weg. Das hat mal gut funktioniert. Das hat mal sehr gut funktioniert. Oh. Aber trotzdem, die Gegner werden natürlich jetzt um einiges härter. Und ein weiteres Level wird es heute ergeben. Ja, jetzt fängt es ja an, dass das Leveling etwas länger dauern wird. Also, Galaktischer Krieg habe ich ja heute Nacht schon mal meinen Kampf gemacht. Ich habe ja das Problem, dass ich die noch zuerst nur zur Verfügung habe. Und ich muss ausbauen. Ich muss was anderes machen. Und zwar, ich habe es geschafft, heute Nacht Ezra freizuschalten. Also, dass ich ihn mir jetzt freischalten kann. Okay. Dann gleich auf höchstes Level bringen. Sehr gut. Dann eine erhöhte Ausrüstungsstufe. Wählen wir wieder mal Teile. Hole ich mir gleich. Sims habe ich noch 105. Ordnung. Mal gleich 10. 6 Stück habe ich bekommen. Das ist gut. Ah, bevor ich das mache. Bevor ich weitergehe, muss ich noch die Herausforderungen. Da habe ich ja, weil ich brauche diese Teile. Genau. Damit ich Ezra ein bisschen ausbauen kann. Ah ja, das habe ich inzwischen auch auf Stufe 2 abgeschlossen. Das habe ich auch heute Nacht gemacht. Dann muss Ezra ein bisschen besser ausbauen. Uiuiui. Uiuiui, das könnte knapp. 10 Stück. Voll. 3 Stück sind drinnen. Ah, ich brauche doch nur 1. So. Kann man nochmal? Es sollte. Und zum Schluss die Teile hier. Ein einziges. Verdammt. Einmal refreshen. Ich brauche ein paar mehr von diesen Teilen. Jawohl. Jetzt habe ich ein paar mehr. Jetzt kann ich... Jetzt glaube ich... Ach du... Hör nicht zu. Was... fehlt denn noch? Ah, ich weiß schon, was fehlt. Genau. Zwei von denen. Und die zwei bekomme ich, aber mehr war auch nicht.
So. Dann natürlich den Durchbruch. Genau, passt. Ja, die anderen weiter auf oben kann ich nicht. So, was ich aber jetzt machen kann, kann sie auf Level 43 bringen, weil dann kann ich nämlich sie auf die nächste Ausrüstungsstufe bekommen. Genau. Da brauche ich 5. Ja. Entschuldigung. Da haben wir 5. Da brauche ich Ausrüstungsstufe 45. Mit Stufe und 53. Okay, brauche ich gar nicht. Da brauche ich eine ganze Menge. Da brauche ich eine ganze Menge an Material. Also sie kann ich erstmal nicht weiter aufbauen. Aber Stufe 6 ist schon mal ein sehr guter Anfang. Gut, 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 gut. So. Dann Kanan Jarrus muss auch. Ja, aber ich kriege ihn definitiv nicht auf. Ja. Schauen wir mal. Ob ich noch günstig. Ja, ich habe sogar noch eine refreshen. Aber es. Ja, 2. Ja. Das langt nicht. Ja, aber das habe ich ja schon erwartet. Weil ich brauche dann noch diese Teile hier. Diese Teile hier, da brauche ich 5 Stück. Da brauche ich auch 120 davon. Da sind die. Ja, genau. 5 Stück von denen, 5 Stück von denen. Und zum Schluss noch auch die hier. Aber die. Ja, einmal refreshen kann ich noch machen. Dann nehmen wir jetzt mal sehen. Ich bezweifle, dass ich Glück habe. 2 Stück, also dass ich 10 Stück bekomme. Ausrüsten. So. Die bekomme ich nur hier. Und das heißt, mal sehen. 3, ja. Ein Teil bekomme ich. Okay, 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 okay. Das ist super. Schaut's aus. Ja. Dafür muss ich refreshen und 100 gebe ich nicht dafür aus. Sehr schade, sehr schade. Ezra? Wird weiter. Hier. 3. Und gar nichts. Gut. So. Schauen wir mal an. Das Phoenix-Team aufgebaut ist im Galaktischen Krieg. Dann wollen wir mal Gruppe auswählen. Zuweisen. Wir wollen als erstes das Phoenix-Team. Halt, stopp. Dann das. Nehmen wir ihn noch. Bis ich Sepp hab. Weisen. Dann mein Hauptteam, was ich auch momentan in der Arena benutze. Hera lasse ich weg, weil es würde mir nichts bringen. So, diese beiden Teams. Jetzt schauen wir mal an, wie sich das, ob das jetzt schon langt, dass ich wenigstens die ersten Stufen verstehe. Also,
Ich muss natürlich auf Auto gehen. Weil das Ziel muss immer sein, dass man alles auf Auto schafft. Okay, ich tue jetzt natürlich auch ein bisschen steuern. Okay. Funktioniert eigentlich ganz gar nicht mal so schlecht. Auf der niedrigen Ausrüstungsstufe. Und das Ganze ohne Sepp. Ja, man muss dazu sagen, das Phoenix-Team ist halt nun mal ein sehr kampfstarkes Team, vor allem am Anfang. Aber es kann natürlich von jedem besiegt werden im Laufe der Zeit. Ganz klar. Aber es soll ja mir dazu dienen. Das hat ein Gildenmitglied bereits auf 7 Sterne. Sehr gut. Das funktioniert ja hervorragend. Also ich bin wirklich... Ja, den Sturmtruppen Han habe ich deswegen aber auch mit dazugestellt, weil es ein zusätzlicher Tank ist. Und der soll auch viel spotten, also viel tanken, und das kann der sehr gut. Ich bin erstaunt. Ja, das Phoenix-Team baue ich, wie gesagt, hauptsächlich zwecks dem Galaktischen Krieg auf. Das ist der einzige Grund, warum ich dieses Team in dieser Form so aufbaue. Zwecks dem Galaktischen Krieg. Bis Level 70, 75, 80 ungefähr. Weil dann werden die Gegner erst richtig hart. Bis dahin funktioniert das Team super. Wenn ich sie auf Level 85... was soll denn das jetzt für ein Mist sein? Komplett wieder hochgeheilt. Böse. Aber jedes Mal immer der schöne Schutz, der sich damit aufbaut, ist super. Selbst wie gesagt, auf niedriger Stufe funktioniert das Team sehr gut. Ja, einer der Gründe, warum ich das auf Auto laufen lasse, liegt daran, es soll zügig gehen, es muss schnell gehen. Und wenn ich selber spielen würde, würde es länger dauern. Würde erfolgreicher sein, ganz klar, aber schneller gehen. Es geht so schneller. Der Galaktische Krieg muss nun mal nur mal schnell vonstatten gehen. Wenn ich es schaffe, genau, das ist das Spotten von das Spotten oder Tanken, von dem ich geredet habe. Oh, da wird nicht getankt, da wird nicht vom Chewbacca getankt. Oh, großer Fehler, jetzt verliere ich gleich. Jawohl, schon verloren. Ging schneller als erwartet. Der tankt immer noch nicht. Leute, falscher Fehler. Der muss erledigt werden. Der ist böse. So, jetzt tankt er. Nehmen wir ihn weg. Und sofort auf Talia noch schnell losgehen. Bin überrascht. Also, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin wirklich froh, dass ich es gemacht habe. Dass ich mir jetzt das Phoenix-Team so zusammengestellt habe. Jetzt schon, auf so niedriger Stufe. Ich hätte natürlich auch... So, einlösen, den muss... Vielleicht kriege ich noch genug zusammen, damit ich Garrosep heute noch freischalten kann.
dann habe ich mein Phoenix-Team zusammen. Natürlich brauche ich dann einen Tag, damit ich... Ray. Ray wäre keine gute. Machen wir jetzt. Ah, wisst was? Aber der Bauernlümmel ist halt auch nur Stufe 3. Egal. Machen wir's. Er soll ja nur als Opfergabe dienen. Aber bis ich Garrosep hab. Aber die niedrigen Level, die sollte ich ohne Probleme jetzt schaffen. So, Moment, stopp. Erledigen wir schnell den. Jetzt macht er. Und jetzt sofort auf den Java. Auf den Java losgehen. So, jetzt hat. Jetzt ist der Rest kein Problem mehr. Diese Runde ist auch überstanden. Sehr schön. Ein weiterer Kampf, ein weiterer Sieg. Na komm schon. Ja, das wird ein bisschen länger dauern. Genau, weil ich tue auch gerade ein Video hochladen. Deswegen wird viel von meiner Datenleitung auch beansprucht. Oh. Das ist heftig. Level 48. So, das muss ich jetzt selber machen. Das wäre jetzt nicht gut. Wird sowieso jetzt gleich einen Charakter verlieren. Eieieiei. So, jetzt tankt er. Jetzt müssen wir ihn wieder weg. Ort beschützen. Ich muss den Idioten da hinten loswerden. Das ist einer, der kann mir richtig noch Schaden zufügen. Jetzt haben wir ihn. Jetzt sofort Qui-Gon Jinn. Der ist auch extrem übel. Ich werde sowieso auch jetzt... Genau, das habe ich erwartet. Aber Qui-Gon Jinn muss weg. So, weg mit ihm. Jawohl. Jetzt erledigen wir den Jedi-Konsul. So, jetzt tun wir wieder tanken, damit wir die Leute beschützen können. So. Okay, jetzt können wir auf Auto gehen. Nee, das war jetzt extrem heftig. Ich hab... da musste unbedingt... unter allen Umständen... der Hauptdamage-Dealer weg. Weil der hätte dafür gesorgt, dass mein ganzes Ziel zerstört wird. Weil der Computer weiß nicht, wen er zuerst angreifen soll. Der kriegt... Er nimmt sich den Anführer raus und greift ihn so lange an, bis er kaputt ist. Das ist ein Fehler. Definitiv ein Fehler. So, 200. Gut. So, jetzt muss ich überlegen, wen ich mit dazu setze. Ach komm. Genug Opfergaben. Bis die Leute vom Phoenix-Team. So. Und Feuer. Bis ich Garrosep hab. Aber dafür muss ich noch 2 Kämpfe gewinnen. Dann habe ich ihn nämlich. War noch nicht sofort. So, jetzt müssen wir sofort wieder auf den da hinten losgehen. So, jetzt den Ja auf Dutch da. Ah, der hat Zähigkeit. Jetzt ist er weg.
Aber das macht überhaupt nichts. Jawohl, so gefällt mir das. So, den. Jetzt tun wir die Heiler erledigen. Ah, er beschützt ihn noch. Sehr gut. Will die Heiler weg haben? Okay, den Rest können wir jetzt alleine laufen lassen. Warum strecke ich mich eigentlich die ganze Zeit? Na, ich bin gerade zufrieden, wie das gerade läuft. Bin sehr froh, dass ich das Phoenix-Team mir geholt habe. Sehr, sehr froh. Die Schutz- und Gesundheitsregeneration, die dieses Team einfach hat, das ist unbeschreiblich. Und deswegen ist das mit eins der stärksten Teams in diesem Bereich. Natürlich, gute alte Bastila Shan ist natürlich auch eine gute Kandidatin. Die relativ gut funktioniert. Aber Phoenix-Team ist besser. Mit der Gesundheits- und Schutzregeneration. Weil du startest zwar mit einer hervorragenden Schutz, mit einem hervorragenden Schutz von ich glaube 150 oder so. Und das ist wirklich sensationell. Aber die Gesundheitsregeneration ist beim Phoenix-Team besser. Und die Schutzregeneration auch. Merkst du auch jetzt schon. Auf so niedrigem Level, wie ich sie habe. Und siehst du ja, wie sich mit jedem der die Gesundheit, siehst du hier beim Chopper, wie sich die Gesundheit immer wieder ein Stück weit aufbaut. Wenn ihr hier auf den Chopper schaut, hier auf diesen Punkt, jedes Mal, wenn der angreift, kriegt er ein Stück Gesundheit wieder. Und das macht Hera. Und das ist auf so einem, deswegen ist es so auf so einem Level definitiv sinnvoll. Und Garrosep ist da. Böse. Level. Och, du kriegst. Die schaffe ich nicht. Nein. Ah. Aua, aua, aua. Das ist böse. Oh. Alle sind stärker. Mein Phoenix-Team, keine Chance. Oh. Vielleicht. Probieren wir was aus. Ich glaube auch nicht mal, dass dieses Team eine Chance hat. Ja, ihr seht schon, alle haben Schutz. Oh, übel, übel, übel. Gib mir Kübel, mir wird übel. AOE. Ei. Gehen wir auf Hera los. Können wir sie betäuben? Natürlich nicht. Oh, boah. Habt ihr das gesehen, was da jetzt für ein Schaden rüberkommt? Tanken. Ich werde ihn zwar verlieren. Okay. So, schon mal was erfolgreich. Die zerlegen mein komplettes Team. Ey, lass ihn in Ruhe. Der soll sich heilen.
Och. Ich habe mein halbes Team verloren. Aber wenigstens geschafft. Wow. Dass der so ein starkes Team da bereits reinsetzt. Hammer. Ja, das. Übel. Gib mir Kübel, mir wird übel. Oh. So. Jetzt muss ich aber nur noch... Jetzt muss ich nur noch diesen einen Kampf schaffen. Und schon habe ich... So, der erste ist down. Der Tank, das nehmen wir weg. Dann werde ich jetzt T3M4 weiter erledigen. Behaken, besser gesagt. Jawohl. So. Jawohl. Also diese habe ich also auch geschafft. Jetzt muss ich einen Schluck trinken. Sorry. So gefällt mir das. So will ich das haben. Ah, ich bin immer noch begeistert von diesem Spiel. Macht richtig Spaß. Es macht immer noch Spaß. Auch wenn es für viele, viele gar nicht wahrhaben wollen. 200 Tokens. Oh. 4 Sterne, 3 Sterne. Yeah. Oh, das könnte übel ausgehen. Das könnte extrem übel ausgehen. Ist zwar kein... Weil es sind alles Angreifer. Alles Angreifer. Boah. War keinen Tank. Na komm. Oh. Haha, der Zeti zerlegt mein Team. Mein Team geht platt. Oh. Mein ganzes Team. Oh, mein Team. Oh, mein Team. Platt. Von einem Droiden. Von einem Droiden. Platt gemacht. Ich will es gar nicht sehen, was jetzt kommt. Oh mein Gott. 5 Sterne, 4 Sterne. Danke fürs Gespräch. So. Also. Vorteil. So, der erste ist raus. Betäubt, sehr gut. Ei, das hätte nicht passieren dürfen.
Kommt noch einer. Jawohl, der ist raus. Muss sofort Tarkin weg. Wieder betäubt. Sehr gut. Jawohl, der schaut doch gut aus. Jetzt Kylo Ren erledigen. Mein erster galaktischer Krieg, den ich schaffe. Mein erster galaktische Kriegsrunde. Geile Geschichte, das. Das ist der erste galaktische Krieg, den ich komplett schaffe. Werden mehrere kommen, es werden mit Sicherheit mehrere kommen, aber der erste ist immer der beste. 50 Kristalle und einen Splitter. Glaube ich jetzt inzwischen? Doch, das wäre jetzt mein 54. Sehr schön. So. Das dauert ein bisschen. Ah ja, genau. Oh. Kurz mal Revue passieren. Von gestern. Hier sind die neuen Bronzium-Ressourcenlager. Wenn ich mir die anschaue, ihr seht es von der Energie. Das haben wir ja schon mal durchgegangen. Das sind 50 Kristalle. Bisschen weniger als. Also. 150 Kristalle. 180, sagen wir mal 180 Kristalle, was dieses Wert hat. Lohnt sich das? Lohnt sich das? Lohnt sich das? Die einzige, was da sind, diese Fähigkeitsmaterialien. Und die bekommst du automatisch. Die bekommst du automatisch im Laufe der Zeit. Gerade die Stufe 1 und die Stufe 2. Die schmeißen es dir demnächst hinterher. Und denen hast du mehr als genug. Die brauchst du nicht. Also, es ist manchmal echt vollkommen idiotisch, was da an Materialien, an Packs, auf dich. Als Stopp-Arena-Kampf wollte ich nicht machen. Ich wollte zurück in den Store. Dass du da an Packs bekommst. Wenn ich mir auch das zweite anschaue, da hast du ein bisschen mehrere. Das sind 2, das sind 100. Ja, das sind 200. Sagen wir mal 200. 400. 400 Kristalle. Das sind 100 Kristalle. 300 Kristalle. 360 Kristalle, die du dafür. Und dann bekommst du 3 für den Rest. Also Euro. Euro für das hier. Gleich gilt für das hier. Das ist nur hochgerechnet. Lohnt sich definitiv, lohnen sich diese Kerle nicht. So. Das zweite Pack für Rey ist inzwischen raus, ausgelaufen. Ich habe es mir nicht geholt. Hätte ich mir aber holen können, dann hätte ich sie inzwischen auf aus den fünften Stern und sie hätte ein wesentlich höheres. Sie hätte wesentlich bessere Gierstufe. Also sie hätte jetzt hier schon alle Teile, weil da hast du ja das Herz, hast ja alles bekommen dafür. Habe ich mir aber definitiv nicht geholt. Genau. So, wie schaut es jetzt aus mit meiner Stufe? Ja, 300 nur noch. Also heute Nacht gibt es definitiv Stufe 44. So, was ich wollte, war noch das hier. Schnell durcharbeiten. Mal sehen, ob was Interessantes kommt bei den 10. Jetzt sind es noch 10. Also 12 Stück waren es insgesamt. Ja, aber schaut nach nichts aus. Aber das sind Materialien, die du am Anfang immer brauchen kannst. Deswegen am Anfang ist es wichtig, diese Dinger. Später dann interessiert es dich auch nicht mehr. Und dann machst du. Da holst du jetzt nur noch die, nutzt du die Teile im Store.
weil es einfach extrem mühselig ist. Wenn sie es wenigstens anbieten würden, dass du automatisch 10 Stück machen könntest, das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn Capital Games das sehen sollte, was ich bezweifle, macht einfach da auf 10. Erhöht die Summe nicht nur 1, sondern 10 Stück. Oh. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. So ein Teil, ein komplettes. Das ist gut. Gerade am Anfang da. Das ist ein Teil, was sich lohnt. Das hat einen Wert, glaube ich, von 270 Kristallen. So, jetzt nur noch meine Einkäufe. Das ist auch wichtig, dieses Teil hier. All diese kriegst du da. Nee, Moment, hier. Sowas. Da kommen immer so kleine Teile in den Lieferungen. Da kannst du es dir dann holen. Jetzt schaue ich mal schnell, ob ein Charakter da dabei ist. Ja. Einer wäre da, der interessant ist. Bastila-Schaden gefallen. Die wäre natürlich jetzt eine interessante Kandidatin, die ich holen wollen würde in diesem Store. Chopper. Hier. Das hier ist gut. Das hier ist gut. Warte mal. Nimm mal die. Könntest du beide gebrauchen. Oh, Kanan. Hier kann ich... Ach, wisst ihr was? Zum Abschluss. Weil ich sie ja bekommen habe. Tu mal gleich freischalten. Da ist er. Dann habe ich nämlich das Phoenix-Team zusammen. Dann hat es sich heute definitiv gelohnt. So, dann tun wir ihn gleich ausbauen. So. Wilden Schlag kriegst du noch. Ehrenwache. Das ist schön und das Abschütteln. Genau, dann hat er auf jeden Fall schon mal gute Fähigkeiten. Was du brauchst, ist dann noch das hier. Und das werde ich mir... Habe ich schon genug Materialien, damit ich... Ah, stopp. Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht genug Energie. Ja, Leute. Mit dem Abschluss von Depp, dass ich jetzt das Phoenix-Team habe, werde ich auch an dieser einen Stelle die... Ah, das hat sich gelohnt. Das hat sich definitiv gelohnt. Oh, Moment, stopp. Ja, da brauche ich 5. Eieiei, dann könnte ich ihn auf Ausdruck... So, das machen wir jetzt. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber ich werde jetzt hier an dieser Stelle dieses Video hier beenden. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag, macht es gut, Servus, wir sehen uns dann im nächsten Video und möge die Macht mit euch sein.